Moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute spielen wir mal wieder eine Runde Skywars und ich habe heute ein sehr, sehr krasses Thema am Start. Und zwar, ich denke mal, ihr habt es jetzt schon im Titel erkennen können, heute handelt es sich um das Thema Telefonbetrüger. Ja, es ist wirklich was sehr, sehr Schlimmes passiert. Ich möchte mit euch heute einfach mal darüber reden und ich werde auch noch im Verlauf des Streams nochmal auf meine Streams eingehen, also wann ich jetzt streamen werde. Ich hatte ja im letzten Video eine kleine Umfrage gestartet. Heute kommt also eine Antwort darauf. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht mehr reden, denn ja, ich denke mal, alles Wichtige werde ich jetzt gleich nach dem Intro sagen. Deswegen, Leute, ich würde sagen, lasst gerne noch ein Däumchen oben da und dann sehen wir uns jetzt einfach nach dem Intro. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und dann bis gleich. So Leute, ich bin bereits in einer Runde drin und wir spielen heute mal auf einer wunderschönen Map und zwar ja auf der Map Palermo. Ich spiele eigentlich immer nur geile Maps, weil ich so, ja, doofe Maps natürlich nicht gut finde und die natürlich auch nicht zocke, ergibt, denke ich, Sinn. Aber bevor ich jetzt hier meinen Mund fusselig rede, möchte ich ja ganz kurz das Thema erklären. Ich habe es jetzt vor dem Intro schon gesagt. Es geht heute ja um das Thema Telefonbetrüger. Ich durfte nämlich vor ein paar Wochen, ist jetzt schon ein bisschen her, da durfte ich eine sehr, sehr krasse und traurige Erfahrung sammeln. Und ich möchte heute einfach mal über diese Real-Life-Story reden. Bevor ich das jetzt aber tue, möchte ich ganz kurz mal auf ja, die letzte Umfrage, die ich ja im letzten Video erstellt habe, eingehen. Und zwar ging es ja darum, oder beziehungsweise habe ich euch gefragt, wann ihr so in den Streams dabei sein könnt. Und die meisten haben jetzt angekreuzt, dass ja die meisten von euch so abends erst am Start sind. Das heißt, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall täglich streamen. Das hatte ich aber auch schon in den Streams angesprochen. Und das Ganze wird dann immer so zwischen 20 und 21 Uhr stattfinden. Alles klar, alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, er hat mich runtergehauen. Da ich jetzt aber das nicht genau weiß, wann ja ich genau dann streamen werde, also es kann sich ja schon stark variieren, also zwischen 20 und 21 Uhr, das ist ja schon eine große Zeitspanne. Naja, Ansichtssache, aber ja, damit ihr da direkt immer direkt am Start seid, könnt ihr natürlich gerne die Glocke aktivieren, würde ich mich natürlich drüber freuen, dann seid ihr direkt am Start und ihr kriegt sogar auch immer eine Meldung, dann wenn ich ein Video hochlade, was ja auch ziemlich cool ist. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was er jetzt hier vorhat, der Bengel. Wunderbar, sehr schön, jetzt können wir ihn killen, so das bringt ihm gar nichts, Alter, kriegt er keinen Knockback oder was ist bei ihm los? Ich bin in ihn drinne, aber ich habe ihn, nice Leute, GG auf jeden Fall an dich. Sehr schön. Super, da sind wir nochmal ganz gut davon weggekommen, haben wir den ersten Kill gemacht. Und ansonsten, ja, kann ich noch sagen, dass ich, wenn ich mehr Zeit haben werde, also falls es mal vorkommt, dann werde ich auf jeden Fall auch mittags oder nachmittags streamen. Das kann ja auch manchmal der Fall sein. Dann werde ich einfach mittags oder nachmittags spontan streamen. Das werde ich dann aber auch nur auf, nicht schon wieder, dann werde ich aber auch das nur auf Twitter ankündigen. Und es hat so rumgebackt, dass jetzt mein Wasser... Wo ist das Wasser? Ist das jetzt hier? Okay, ich dachte schon, das wäre da hinten. Es war halt sehr, sehr komisch, sah das Ganze aus gerade. Okay, komm, let's go. Den müssen wir jetzt irgendwie noch killen. Den müssen wir noch killen. Komm jetzt her. Flieg am besten runter, das wäre ganz cool irgendwie. Er hat natürlich, glaube ich, besseres Equip. Ich weiß es nicht. Er hat halt keinen Dia-Hunch an. Und was ist das für eine Combo? Was war das für eine Combo? Das war ja richtig geil gestraft. Richtig gut gespielt. GG auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir jetzt in einer neuen Runde rein und dann spreche ich da dann das Thema an, um was es hier heute eigentlich in diesem Video geht. Also bis gleich. So Leute, ich befinde mich jetzt hier in einer weiteren Runde. Wir spielen auf der Map Caribbean und ich hoffe natürlich, dass wir diese Runde auch gewinnen können. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Jedenfalls jetzt zum Thema. Ich denke mal, dass jeder weiß jetzt bereits, dass ich bei einer Tankstelle arbeite und ja, es ist oftmals nicht so einfach. Ich denke mal, das kennt jeder, ja. Es ist oftmals so, dass man irgendwie Probleme auf der Arbeit hat und genauso ist es bei uns auch. Und zwar, wir haben sehr, sehr ja häufig das Problem, dass Leute anrufen und uns betrügen wollen. Die geben sich dann irgendwie aus als irgendwas Besonderes, als wären die zum Beispiel vom Chef oder so und dann sollen wir mal dann bei unserem Gerät nachschauen. Denn worauf ich jetzt gerade hinaus möchte, ist... dass jemand von uns, zum Glück nicht ich, aber ja, eine Kollegin, um genau zu sein, wurde bei uns verarscht um 1800 Euro. Die wurde betrogen und das Geld ist weg. Das kriegen wir jetzt auch nicht wieder.
das ist einfach weg. Da hat halt wer angerufen, hat sich als irgendwer ausgegeben und das, was ich jetzt weiß, ist, dass der aus München kommt, aber mehr wissen wir selber auch nicht. Und das Problem ist einfach, dass wir das Geld auf jeden Fall nicht wiederbekommen und dass die Kollegin jetzt natürlich ein richtig, richtig großes Problem hat. Ihr wisst ja, dass wir Paysafe-Cards, Amazon-Cards und all so ein Zeug verkaufen, auch direkt auf Ladung von Telekom oder sowas, von Vodafone, all so ein Krimskram. Und da ist es, wie gesagt, meistens so, dass dann irgendwelche Leute anrufen und die wollen uns betrügen, wollen halt dann irgendwie Paysafe-Cards haben oder so und versuchen uns dann irgendwie zu manipulieren. Und jetzt hört sich das halt alles so richtig, ja, nicht schwer an. Also man denkt jetzt so von uns oder von mir jetzt so, ja, das ist doch relativ einfach herauszufinden, ob das ein Telefonbetrüger ist oder nicht. Aber das ist es auf gar keinen Fall. Es ist schon tricky, weil die manipulieren dich und versuchen natürlich am Anfang so dein Vertrauen zu gewinnen, ohne dass du das irgendwie so bemerkst. Und genauso war es bei mir ja auch. Ich wurde auch schon mal betrogen. Oh Gott, hinter mir ist jetzt direkt einer am Start. Ich wurde auch schon mal betrogen, aber bei mir haben sie es nicht ganz verschafft. Oder geschafft, oh lol, er hat's geschafft. Er hat sich sogar geportet, lol, OP. Krasser Dude auf jeden Fall. Jedenfalls, ich wurde halt auch schon mal, ja, fast verarscht, sagen wir es mal so. Ja, mich hat auch schon mal wer angerufen, Telefonbetrüger, und hat sich dann als irgendwer ausgegeben. Der meinte dann irgendwie so, er würde vom Chef kommen und, ja, ich sollte da mal beim Gerät nachgucken, ob das alles stimmt und so weiter und so fort. Wie gesagt, die versuchen dann erst ja so ein bisschen Vertrauen zu gewinnen. Und naja, dann auf jeden Fall war es ja bei unserer Kollegin so, dass da einer angerufen hat wieder und der sich halt als irgendwas ausgegeben hat und sie hat dann halt 18 mal irgendwie 100 Euro Paysafe-Card oder so ausgedruckt, was ziemlich, ziemlich krass ist so. Ich weiß nicht genau, wie die das machen, das Problem ist einfach nur, dass die das jeden Tag machen. Die machen das beruflich, die machen das jeden Tag und wissen genau, wie das Gerät funktioniert und so. Deswegen da keine Chance irgendwie, also da irgendwie was herauszufinden. Man denkt so, die kommen von der Firma oder so, weil die halt das alles wissen, so wisst ihr. Und das Ding ist, ja, meine Kollegin hat halt dann 18 mal 100 Euro Paysafe-Card ausgedruckt oder so und jedenfalls das Ding ist, die 1800 Euro sind weg. Die sind jetzt einfach weg, Polizei natürlich alarmiert, mein Chef, der war, ja, der war in der Zeit im Urlaub in Italien unten und der war natürlich schwer begeistert. Seitdem an verkaufen wir bei uns an der Tankstelle überhaupt, ja, nichts mehr, keine Paysafe-Karten mehr. Wir sind jetzt leider gestorben, ich würde sagen, wir zählen einfach jetzt gleich weiter in der nächsten Runde. Ach so, genau. Mein Chef war, wie gesagt, unten in Italien. Der hat Urlaub gemacht und wir haben den natürlich direkt alarmiert. Und ihr könnt euch vorstellen, wie, ja, krass der natürlich ausgerastet ist. Und Leute, mein Chef rastet wirklich schnell aus. Also wenn du den irgendwie ein paar Mal was fragst, dann rastet der richtig schnell aus. Ich hatte schon echt häufig Stress mit dem wegen irgendwelchen Sachen. Und ich habe auch echt, ja, nicht mehr so Bock quasi dort zu arbeiten. Das Ding ist, die Kollegin, die hat natürlich jetzt auch direkt gekündigt. Die hatte jetzt auch keinen Bock mehr so. Das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, aber das war vielleicht auch nicht der einzige Grund, aber ich denke schon, dass es so ein Hauptgrund war. Sie hat nebenbei auch noch ein Praktikum gemacht und so und ja, vielleicht wurde ihr das auch alles zu viel jetzt, aber die hat da schon 3 Jahre gearbeitet, also auf jeden Fall ein Jahr länger als ich. Ja, naja, dass das bei ihr so passieren musste, das, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die ist eigentlich schon sehr, sehr gut eigentlich, was das angeht. Also die arbeitet sehr, sehr gut, hat immer eine sehr, sehr gute Kasse, also hat immer so Kassenabrechnung, ich glaube immer null, also keine Differenzen. Das ist halt mega, mega gut. Ich habe halt meistens immer so, ja, weiß ich nicht, im Durchschnitt so zwischen minus 1 Euro bis plus 1 Euro, aber keine Ahnung, es ist halt wirklich komisch, dass das ihr passieren musste, weil hätte ich nicht gedacht. Nur das Ding ist, ja, fehlt uns natürlich auch Arbeitskräfte, dadurch, dass sie gegangen ist und auch noch jemand anderes. Haben wir da so ein kleines Problem und das Ding ist, ich werde ja auch bald abhauen, ne? Ich werde ja auch bald dann nicht mehr arbeiten, weil ihr wisst ja, ich werde bald umziehen und naja, dann müssen sie selber mal klarkommen. Aber das ist mir eigentlich auch egal, das müssen die dann sehen, so auf der Arbeit, weil mein Problem ist es nicht. Mein Chef war auch nie gerecht zu mir, der hat mir auch immer irgendwie beim Lohn irgendwas gekürzt oder so, aus irgendwelchen Gründen. Der hat mir bis zum Juni noch den alten Mindestlohn ausgezahlt, was auch richtig scheiße war. Naja, auf jeden Fall müssen wir da jetzt einfach mal schauen, Alter, wie ich den einfach mal gebe. Der kann gar nichts machen, der ist total überfordert so. Alter, what the fuck, was geht jetzt ab? Aber ich bin tot. Und der hat so viel Herzen noch gehabt. Ich habe ihn so gut gegeben, Leute. Das kann doch einfach nicht sein. So, Leute, das war es jetzt auf jeden Fall mit diesem Video. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt alles gesagt, aber schon krass auf jeden Fall, was es so für Menschen auf dieser Welt gibt. Das hätte ich auch anfangs
echt nicht gedacht, was es für asoziale Menschen es gibt. Und die machen das beruflich, ihr müsst euch das vorstellen, die machen das jeden Tag. Die rufen am Tag sicherlich, weiß ich nicht, 50 Mal bei irgendeiner Tankstelle an und probieren ihr Glück, nur um irgendwelche Leute zu verarschen. Also mit diesem Gewissen, mit diesem schlechten Gewissen, jeden Tag irgendwie Leute zu verarschen, ja, damit könnte ich irgendwie gar nicht leben. Ich weiß nicht, wie die das schaffen und ich will es auch gar nicht wissen, es ist einfach nur echt, echt scheiße und sie sollten sich wirklich schämen und sich eine anständige Arbeit suchen. Also sowas, finde ich, geht halt einfach gar nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht derjenige war, der darauf reingefallen ist. Und es ist auf jeden Fall schon krass, was es so für Menschen gibt. Das hätte ich auch anfangs irgendwie nicht so gedacht. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr von dieser Real-Life-Story haltet, was ihr von solchen Menschen haltet. Ich glaube, davon kann man nicht viel halten. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ihr müsst euch das auch einfach mal auf die Zunge vergehen lassen. So 1800 Euro, das ist schon so, so heftig viel. Das schafft vielleicht mein Bruder gerade mal in 2 Monaten irgendwie diesen Betrag reinzubekommen. Und der Typ hat es einfach mal an einem Tag geschafft, in wenigen Minuten. Der hat vielleicht 30 Minuten mit der telefoniert oder so. Das ist schon heftig. Also, ja, das wäre es jetzt auf jeden Fall mit diesem Video. Lasst gerne noch ein Däumchen nach oben da, würde mich natürlich freuen. Und schreibt mir, wie gesagt, rein, ja, was ihr von dieser Real-Life-Story haltet. Macht's gut und dann sehen wir uns einfach wieder im nächsten Video oder im nächsten Stream. Bis dahin, macht's gut. Ciao.